Die Biedewind liegt fest verteut am Steg im Hafenort auf Fehmarn. Morgen soll der Sommerurlaub beginnen und ich bin am Bunkern. Reichlich Bier und Wein und Konserven müssen an Bord. Und natürlich darf auch die Gitarre nicht fehlen, um zwischendurch für Unterhaltung zu sorgen. Der Wetterbericht verheißt für den nächsten Tag 6 Windstärken, Böen 7, allerdings aus westlichen Richtungen, ideal, um von Fehmarn überzusetzen, nach Nystedt und von dort weiter in den Guldborgsund zu fahren. Vormittags um 9:30 hieß es Leinen los und schnell ging es hinaus entlang dem Leuchtturm Pflücke auf die Fehmarnsundbrücke zu, die ich ebenso wie die drei charakteristischen Hochhäuser von Burg Staaken schnell in meinem Kielwasser hinter mir ließ. Regina, die Wirtin vom Kap Ort, war mit an Bord. Es war unser erster gemeinsamer Urlaub und wir waren mächtig gespannt, ob sie da mit Wind und Welle klarkommen würde. Der Wetterbericht hatte 1 bis 1,5 Meter Welle auf der Ostsee angesagt. Mittags gegen 12 hatten wir die Insel Fehmarn hinter uns und es ging hinaus auf das freie Wasser des Fehmarnbelt. Und die Schaukelei begann. Ich hatte nur eine kleine Genua gesetzt und konnte dadurch den Kurs einigermaßen stabilisieren und die Biedewind machte munter Fahrt voraus, in Richtung des Kiel-Ostseewegs. Gegen 2:30 war der Kiel-Ostseeweg erreicht und es hieß vorsichtig zwischen den großen Pötten hindurch zu navigieren. Ab dann konnte ich zuhalten auf den großen Windenergiepark von Lolland. Die Dänen hatten schon recht frühzeitig die Zeichen der Zeit erkannt und auf Windenergie gesetzt. Bereits Anfang 2005 eröffnete der erste große Windpark kurz vor Lolland, bestehen aus 160 Windrädern mit über 110 Meter Höhe und begann seine Energie zu erzeugen. Die Windspannsteuerung hatte ich ausgeklemmt, da ich auf der Backbordseite die Windenergieanlagen hatte und auf der Steuerbordseite ein Flach war und ich eine schmale Fahrrinne navigieren musste. Um Reginas Seekrankheit musste ich mir keine Sorgen machen. Das muntere Geschaukel der Biedewind hatte sie in den Schlaf der Gerechten überführt und sie verpennte die ganze Fahrt, bis wir Ansteuerungstonne von Nystedt erreicht hatten und ab dann gegen den Wind gegen Anmotoren mussten. Gegen 3:30 holte ich die Genua ein und schmiss die Maschine an. Nun hieß es, ging an zu Motoren. Der Wind frischte immer noch auf 6 Windstärken und so hatte die Biedewind einige Mühe, gegen an zu Motoren. Aber nach ungefähr einer Stunde hatten wir dann die Hafeneinfahrt von Nystedt erreicht und konnten in die kleine Bucht hineinmotoren. Nystedt ist eine kleine Hafenstadt im Süden von Lolland. Sie ist direkt in einem Naturhafen gegründet worden und ist quasi von allen Seiten aus geschützt gegen raue See und Wetter.
Tja, Mitte Juli, was soll ich sagen? Ein wunderschöner, toll gepflegter Hafen, gut gelegen und geschützt, aber fast komplett leer. Alles tummelt sich in der dänischen Südsee. Die geschützte Lage war Vernystedt Fluch und Segen zugleich. Im Westen von Rødby bis im Osten nach Geza erstreckt sich vor Nystedt eine lange Sandbank und Landzunge mit Untiefen um die 1 Meter. Es gibt nur zwei schmale Durchfahrten, um nach Nystedt zu kommen. Entweder direkt bei Geza oder entlang des Windparks, den ich gewählt habe, zur Ansteuerung von Nystedt. Deshalb war es schon seit dem Mittelalter für größere Schiffe fast unmöglich, Nystedt anzulaufen, und der Hafen von Nystedt hat nie die Bedeutung erlangt, die man eigentlich vermutet hätte, wenn man die geschützte Bucht anschaut. In Nystedt ist die Zeit stehen geblieben. Und das Stadtbild sieht immer noch aus wie vor 200 Jahren und lädt zum Bummeln ein. Teile des Films »Ich bin dein Mensch«, der die Beziehung zwischen einer Frau und einem humanoiden Roboter beschreibt, wurden in Nystedt gedreht. Obwohl im Film suggeriert wird, dass dies auf einer Nordseeinsel spielt. Ich bin immer wieder fasziniert von den Stockrosen, die typisch sind für alle dänischen Inseln und in der gesamten dänischen Südsee anzutreffen sind. Ich hatte mir einige Samen schon vor Jahren mitgenommen und inzwischen wachsen sie auch in meinem Garten. Ein Spaziergang an den Südstrand rundete den Hafentag ab. Von hier aus hatte man einen herrlichen Ausblick über die große Bucht und den weit entfernt liegenden Windenergiepark. Hier ist auch ein größerer Campingplatz. Nystedt ist über die Fähre von Puttgarden nach Rødby auch gut zu erreichen. Für uns wurde es jetzt Zeit, ans Abendbrotessen zu denken, und ich überlegte, an der Nystedt Mole ein kleines Konzert zu geben, um mir so mein Bier und Essen zu verdienen. That of the blue and out of the black, you pay for this, but they give you back. Ein herrlicher Tagesausklang in einem verträumten kleinen Hafen. Am nächsten Morgen sollte es weiter in den Guldborgsund gehen. You'll never come back. So, zweiter Teil der Lolland-Tour. Jetzt in Nystedt, gleich soll es losgehen, durch den Gullfahrtssund nach Guldborg. Ja, kurze Distanz, wird vermutlich nur motort werden müssen. Schauen wir mal. Wetter ist so einigermaßen mittelprächtig. Wir hatten ja auf der Hinfahrt 6 Windstärken, jetzt sind es immer noch 5, aber für Motoren ist es ja eigentlich schiedegal. Okay, bis später. Gegen 10:30 hieß es Leinen los und es ging wieder hinaus auf die Ostsee. Nystedt, ein süßer kleiner Hafen, den ich sicherlich bald mal wieder anlaufen werde. Gute Versorgung, nettes Ambiente und man findet immer freie Plätze. Außer Anfang August. Dann findet dort die Hai-Kutter-Regatta von Nystedt nach Rostock-Warnemünde statt. Dann ist es hier natürlich gerammelt voll. Kurzer Fahrt unter Maschine lag die kleine Bucht mit dem Hafen hinter uns und das Vorsegel konnte ausgerollt werden. Bei 20 Knoten Wind machte die Biedewind gute Fahrt voraus.
Bei achterlichem Wind ging es nun entlang der Südküste von Lolland, Kurs Ost, zu auf Geza auf der Insel Falster. Von dort sollte es weitergehen in die Einfahrt des Gullmoksunds. Der Wind frischte inzwischen auf 22 Knoten auf und mit achterlichem Wind ging es munter voran. An Backbord die südliche Spitze von Lolland, Steuerbord der Windpark am Horizont und voraus die südlichste Spitze von Skandinavien, der Fährhafen Geza. Baumschutz ging es nun mit Vollspeed hinein in die Einfahrt zum Gullmoksund. Die Biederwind machte vor Freude kleine Bocksprünge. Noch konnte gesegelt werden. Sobald es hineinging in den Sund, würde der Wind mehr gegen andrehen und ich würde irgendwann die Segel einholen müssen und ab dann unter Maschine laufen. Aber noch lag eine herrliche Segelstunde vor uns. Sobald das markierte Fahrwasser des Gullmoksunds beginnt, muss man auch ziemlich exakt navigieren. Da links und rechts vom Fahrwasser zahlreiche Untiefen sind, nur 1,5 Meter tief und auch zahlreiche Steine dort liegen. Für Charterboote ist das Passieren des Gullmoksundes auch verboten. Daher auch die entspannte Situation in den Häfen in diesem Revier. Kurz vor Nyköping verengte sich der Sund und ich musste von Nord auf Nordwestkurs gehen und der Wind kam immer mehr forderlich. Es lohnte sich hier nicht aufzukreuzen, da wie gesagt das Fahrwasser links und rechts sehr, sehr flach und untief war. Die Maschine musste jetzt ran. Der Gullmoksund trennt die beiden Inseln Lolland und Falster. Verbunden werden diese durch einen Autobahntunnel und durch zwei Brücken. Auf eine dieser Brücken, die Brücke von Nyköping, hielt ich gerade zu und ich hoffte noch, die Öffnungszeit zu erwischen. Dabei ging es am südlichen Hafen von Nyköping. Und ich gab Vollgas. Die Brücke öffnete gerade. Hoffentlich schaffe ich es noch.
Mist, 500 Meter vor mir ging die Brücke wieder auf Rot und klappte runter. Na gut, dann eben eine Ehrenrunde drehen. Zum Glück musste ich nicht allzu lange warten. Eine Eisenbahn rauschte durch und dann öffnete sich die Brücke auch schon wieder. Aber in was für einem rasanten Tempo. Da kann sich die Lindaunisbrücke aber mal ein Beispiel dran nehmen. Wegen deutsche Ingenieurskunst. Schnell huschte noch ein Schwesterschiff der Widerwind, eine andere Windö, unter der Brückeneinfahrt durch. Und dann waren wir an der Reihe. Ich beschloss weiter nach Guldburg zu Motoren und den Hafen von Nyköping links liegen zu lassen. Es lagen noch ungefähr 10 Seemeilen vor uns, gut in 2 bis 2,5 Stunden zu erreichen, und ich hoffte denn dort einen guten Liegeplatz zu finden, um am nächsten Tag von dort aus ins Smalandwasser weiter segeln zu können. Auch wenn der Guldburgsund jetzt sehr breit aussah, musste man doch ziemlich exakt am Tonnenstrich navigieren, da links und rechts das Wasser nur teilweise 1 Meter tief war. Aber ab und an gab es kleine Buchten, in denen man ankern konnte, und landschaftlich war das auch sehr reizvoll hier. Zwei große Steinwälle an der Backbord- und Steuerbordseite des Sundes markierten den Autobahntunnel, der die Inseln Lolland und Falster miteinander verband. Die darin verlaufende Autobahn gehörte mit zur Vogelfluglinie. Von der Insel Fehmarn über Puttgarden nach Rødby ging es von dort aus weiter bis hoch nach Kopenhagen. Eine kleine Biegung noch, dann kam auch schon die Guldburg-Sundbrücke in Sicht. Sie markierte die nördliche Einfahrt in den Sund. Auf der linken Seite der Brücke auf Lolland lag der kleine Ort Guldburg, der Namensgeber des Sundes. Hier gedachte ich, die Nacht zu verbringen und einen Liegeplatz zu finden. Über den Ort Guldburg selber gibt es nicht viel zu berichten, außer dass er total verlassen ist. Vermutlich wird die kleine Landstraße seit dem Bau der Autobahn und des Autobahntunnels nicht mehr frequentiert. Es ist wie ausgestorben, alle Hotels hatten dicht. Aber wozu braucht man schon Restaurants, wenn man doch selber an Bord grillen kann?
Lecker. Riding on the city of New Orleans, little miles central morning rail. There are 15 cars and 15 restless riders, conductors and 25 sacks of mail. All along the southbound, not to say the train pulled out of Kankakee. Roads along for thousands, farms and fields, passing trains that have no names, and fried yards full of black men, and the graveyards around. Nach lecker gegrilltem, ein Glas Wein und einem Ausklang an der Gitarre hieß es am nächsten Morgen wieder zeitig aufstehen und auslaufen aus dem Guldburgsund in das Marlandwasser. Die nächsten Tage sollte eine Schönwetterperiode mit schwachen Winden aus Nordwest kommen. Und so freute ich mich schon mächtig drauf, die Inselwelt des Marlandswassers zu entdecken. Und wenn dir das auch gefällt, dann gib mir ein Like, abonniere meinen Kanal und sei gespannt auf das nächste Abenteuer der Biedewind.